Wo soll ich anfangen? Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vegan Vlog mit vegan Abnehmen und ich bin weiterhin dabei, meine letzten Lockdown-Funde wieder purzeln zu lassen und es geht alles ein wenig gemächlicher als gedacht und geplant, aber dafür ist es natürlich auch nachhaltig. Also, falls du gerade neu einschaltest, herzlich willkommen auf jeden Fall. Mach hier den Vegan Vlog parallel zu anderen veganen Gerichten und Rezepten und Tipps und Tricks. Also von daher, wenn du neu bist, sehr gerne dranbleiben. Ich bin ein wenig spät dran für die vergangene Woche. Wir haben es jetzt schon fast eigentlich Ende, ja, dieser Woche. Ja, ich habe minimal schlechtes Gewissen, aber irgendwie sind die Tage auch relativ schnell zu Ende, weil es schnell dunkel wird. Und dann, ja, es ist schwierig, irgendwie mit Tageslicht noch ein wenig was aufzunehmen. Aber ich bemühe mich, alles schnell und kurz zu fassen, damit wir direkt in diese Woche jetzt, die jetzt gerade abläuft, starten können. Und da mache ich jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch einen separaten Vegan Vlog, damit wir wieder up to date sind. Wie ihr schon hier sehen könnt, im Hintergrund habe ich schon einer meiner Lichter wieder aufgestellt, damit ich auch am Abend auch mal ein paar schnelle Rezepte irgendwie aufnehmen kann, damit ich nicht so gebunden bin an die Tageszeit und ans Tageslicht, weil zurzeit befinden wir uns in einer Jahreszeit, die sehr viel bewölktes Wetter hat und teilweise auch sehr dichte Wolken. Deswegen ist das Tageslicht momentan ja sehr verhalten, sage ich mal. Deswegen also auch mein Licht wieder fürs Aufnehmen. Aber das soll ja gar nicht die Hauptgeschichte heute werden. Ich war vor jetzt knapp circa anderthalb Wochen, war ich einmal beim Hautarzt, da habe ich endlich einen Termin bekommen. Das dauert momentan Ewigkeiten, bis man da einen Termin bekommt. Hätte den eigentlich auch früher gehabt, aber der wurde dann am Tag des Termins noch verschoben um nochmal weitere 4 Wochen, weil irgendwas mit dem Arzt nicht in Ordnung war. Aber jetzt geht es ihm besser und ich war beim Arzt. Und ich war beim Hautarzt, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Es gab einen Vegan Vlog, wo ich euch erzählt habe, dass ich am Abend überall am ganzen Körper großflächig, ja, rote Flächen hatte und hatte ziemlich starken Juckreiz und ich dachte halt, dass es irgendwas Allergisches ist, deswegen halt der Termin beim Hautarzt, damit ich hingehe, habe ihm das Ganze erklärt und er hat gesagt, sowas kann passieren, es war definitiv ein allergischer Schock, aber was das ausgelöst hat, das weiß man nicht genau. Dann habe ich natürlich gefragt, was kann man da machen, sollte ich mich jetzt untersuchen lassen, sollte ich einen Allergietest machen, damit ich weiß, woran es liegen kann. Er hat aber gesagt, solche allergischen Momente kann jeder mal bekommen, unabhängig davon, ob man jetzt allergisch ist gegen etwas oder nicht. Und er hat gesagt, man kann sich auch, wie hat er gesagt, krank testen lassen. Das heißt, also eigentlich habe ich nichts, ich habe keine richtige Lebensmittelallergie. Kann sein, dass ich irgendwas nicht vertragen habe. Kann sein, dass es vom Sport war, dass der Körper einfach gestresst war. Ich weiß es wirklich nicht. Aber er sagt, angenommen, wir testen jetzt Lebensmittel oder ja, Pollen oder sonst irgendwas und da kommt jetzt was Leichtes raus, dann ja, habe ich vielleicht mehr Probleme, als ich vielleicht vorher hatte. Und wie gesagt, sowas kann jedem mal passieren. Und da ich sowas noch nie hatte, hat er gesagt, einfach nicht weiter drüber nachdenken. Alles das, was ich da zu dem Zeitpunkt gegessen hatte, war nichts Besonderes, außer dieser Leberkäse, der vegane Leberkäse. Vielleicht war da irgendwas drin, hat er aber auch nochmal gesagt, wenn es dazu kommen sollte, dann kann ich da nochmal so ein Ministück von probieren. Und wenn ich dann wieder allergisch reagiere, dann muss da irgendwas in dem veganen Leberkäse drin sein. Weil allergisch gegen Kartoffeln bin ich definitiv nicht. Ich bin auch nicht allergisch gegen Apfelschorle, Ketchup. Also von daher müssen wir mal schauen. Außerdem habe ich mich natürlich auch wieder sehr regelmäßig und ausgewogen ernährt. Also diese ganzen veganen Gerichte und Rezepte, die ich hier alle hochlade, die esse ich natürlich selber auch. Und da gab es wieder leckere One-Pot-Pasta. Die geht relativ fix, beziehungsweise der Aufwand ist sehr kurz und gering, hat aber dafür dann ein leckeres Mittagessen, weil ich das ab und zu mal gerne esse, wenn ich nicht viel Zeit habe, etwas zuzubereiten. Und ja, man hat immer genug zu essen, es gibt Kraft durch die Vollkornpasta. Also von daher ist es auch richtig lecker. Apropos
Vorbereitung fürs Training. Natürlich war ich auch wieder beim Training. Ich glaube, ich war 4-mal beim Training in Kombination aus Cardio- und Krafttraining. Das hat alles sehr gut funktioniert. Ich merke weiterhin, dass der Körper sich ein wenig formt. Unabhängig jetzt vom Gewicht habe ich mich dann auch wieder auf die Waage gestellt und habe tatsächlich wieder nichts abgenommen und nichts zugenommen. Es kann wirklich mal so sein, dass wirklich 1, 2, 3 Wochen dabei sind, wo sich nicht viel bewegt auf der Waage. Aber ich merke es ja auch unter anderem im Training. Ich merke es, dass ich mehr Kraft habe. Ich merke, dass der Körper sich trotzdem formt. Ich merke, dass die Hosen wieder ein wenig größer werden, also dass ich mehr Luft in der Hose habe und mehr Platz in der Hose. Die Oberschenkel werden ein wenig dünner. Von daher sehe ich da momentan noch kein Problem. Klar, ich habe jetzt auch momentan ein wenig weniger Lust, irgendwie mehr rauszugehen oder so, aufgrund des Wetters, was jetzt gerade umschwenkt. Aber ich habe ja auch ein Ziel und das möchte ich gerne erreichen mit euch zusammen. Deswegen schaue ich einfach mal, dass ich jetzt auch zwischendurch, wenn ich Zeit habe, ein bisschen spazieren gehe, damit noch ein wenig mehr Umsatz stattfindet. Aber wie gesagt, ich mache mir da nicht so viel Gedanken. Das hier ist alles komplett ehrlicher Inhalt für euch, damit ihr wirklich up to date bleibt. Ich glaube, ich habe es jetzt soweit alles und hoffe, ich habe nichts vergessen und wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ich melde mich in den nächsten 1 bis 3 Tagen wieder mit dem nächsten Vegan-Vlog für diese Woche jetzt. Bleibt bitte gesund, das ist ganz wichtig. Ich melde mich ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.